Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Etheria. Und ja, wie letzte Folge direkt angekündigt, werden wir uns heute die wundervolle, tolle Shinobi-Infiltrator-Rüstung kaufen, die nach einigen Nachforschungen, nenne ich es mal, ich habe ein bisschen nachgeguckt, die uns am meisten bringt in Verbindung mit unserem Lightning Aura-Stuff und generell, ja, ist die, denke ich mal, wirklich die beste Wahl. Jawohl, so. Deswegen, wir haben genug. Los geht's. Hui. Und jetzt, wir vergleichen mal. Also, Frost Hydra 148. 81, 165. 148, 81, 165, 179, 98, 198. Man merkt den Unterschied, wa? Defense-mäßig 56 und 58. Leute, defense-mäßig hat es sogar weniger. Ah ja, stimmt, klar. Defense-mäßig hat es ein bisschen weniger, aber das macht nichts wirklich aus. Dafür machen wir jetzt auch hier mit ein klein wenig mehr Schaden mit unseren Sachen hier so. Ja, im Großen und Ganzen machen wir einfach jetzt mit den Minions nochmal sehr viel mehr Damage. Und ich denke doch mal, das ist eine sehr gute Wahl. Wir werden... Ja, sie ist eigentlich in jeder Sichtweise besser als das bisherige. Das heißt, wir werden das jetzt mal hier reintun. Generell den Loot lassen wir mal bei uns im Inventar drin. Why not? Und ja, ich hole uns mal eben den Buff nochmal neu. So. Ich würde sagen, es wäre Zeit, die dritte Stufe des Old Ones Army Events ein weiteres Mal zu probieren, oder? Warte mal, hier, genau, 27 haben wir noch. Das bringt uns jetzt nichts. Ja, ja, eigentlich schon, ne? Jetzt fängt das hier an zu schneien, aber egal. Jo, wir machen's. Und ja, hoffen mal, dass diese neue Rüstung uns einiges bringen wird. Boah, ja, ja, ich denke mal... Ist schon eine ganz gute Sache. Übrigens, ich habe gar nicht auf die Crit Chance. Die Crit Chance ist 40, okay. Eieiei. Man sieht jetzt natürlich sehr, sehr wenig. Eieiei. Das ist aber auch doof. Naja. Wird schon irgendwie passen. Ich denke mal, die kriegen das da alles sehr gut geregelt. Ja, guck mal. Die hauen da echt gut Damage raus. Ich helfe mal mit. Also sammle mir die ganzen wunderschönen Kristalle auf. Ich hasse es. Ich hasse so Schneestürme, ne? Boah, sind die nervig. Naja. Gut, können wir nichts gegen machen. Boah, Alter. Im Vergleich dazu, was das vorher gemacht hat, ne? Was waren 148, ne? Und, Alter, es ist schon heftig. Es ist schon echt heftig. Was da rausgehauen wird, ey. Boah. Naja. So. Wie geht's, wie steht's? Hier, alles okay, alles okay. Alter, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir dieses Mal alles dran setzen, Betsy zu besiegen. Es ist bestimmt möglich. Ich könnte wetten. Also, ich könnte mir echt vorstellen. Jetzt mit dem mehr Minion-Damage ist das schon echt not bad, du. Jo, okay, hier neue Lightning Auras. Ja, dann konzentrieren wir uns mal mehr auf die rechte Seite. Spawnen mal die ganzen Frost Hydras neu. So. Und ja, mal gucken. Vielleicht ziehen wir uns auch noch die Tränke. Was wir mal machen könnten, ist uns das hier reinziehen. Das bringt so oder so mehr. Für 45 Minuten. Phew, das wäre also eine Sache mal. Hier muss man mal ein bisschen gucken. Ja, die Drakens sind schon mies. Wir machen damit bis zu 4000 Damage. DPS, meine ich. Und hier mit so... Ja, auch sowas um den Dreh. Sogar weniger. Oder, naja, ich versuch's nochmal bei einer Gegnermasse, bei einer größeren. Nee, wir machen mit der Scorch diesmal tatsächlich mehr Damage. Eindeutig. Es ist die bessere Wahl? Okay, gut zu wissen. Wir flitzen hier einmal lang. Okay. Jetzt verteilen wir mal hier die zwei Auren nochmal rauf. Das heißt verteilen, wir setzen sie schön
halt dran. Spawn euch nochmal neu. Und ja, weiter geht's. 3, 2, 1. Los. Ah, direkt der Dark Mage als allererstes. Das ist gut, weil dann kann ich ihn direkt kaputt machen. Und er hat direkt seine scheiß Skelette gespawnt. Das ist genau das, wovor ich Angst habe. Naja, wir kümmern uns mal ein bisschen um die Seite. Hier scheint aber alles gut so zu funktionieren. Das heißt, weiter hierhin den nächsten Dark Mage down kriegen. Yay! Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay, er hat seine Kumpanen mal wieder ein bisschen geheilt. Damit kann ich leben. Solange er nicht diese ganzen Skelette spawnt, die uns einfach überrennen könnten. Wobei, generell der Dark Mage ist so oder so sehr gefährlich. Naja, naja. Wir kommen damit schon irgendwie klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Welle 5 steht an. Okay, ich würde sagen, hier, das ist der Dritte. Ach, lol. Jetzt, ich habe mich gewundert, warum hier immer eine doppelt ist, ne? Aber wir können ja mittlerweile 4 spawnen. Stimmt. Da war ja was. Ah, macht das Sinn? Das macht tatsächlich Sinn, die auch so hinzustellen, wie ich es gerade tue. Ich dachte vielleicht auf eine Seite relativ ein bisschen näher dran stellen, damit sie früher schießen. Macht vielleicht auch Sinn. Aber scheint ja alles so zu funktionieren. Oh, das Schild würde ich gerne mal eben downkriegen. So. Dürfte ungefähr der Fall gewesen sein jetzt. So, hier 4 Drakens. Hm. Und ein Ogre. Okay, Ogre. Wir müssen uns auf dich konzentrieren, leider. Eieiei. Diese Matschbomben sind immer sehr, sehr mies. Oder naja, es ist ja eigentlich sein Schleim quasi. Ich sammle schon mal die ganzen Sachen auf, die ganzen Kristalle. So, da haben wir ihn. Oh. Direkt 2 große Sachen hat er gedroppt. Naja. So, 3 können wir platzieren. Okay. Dann machen wir hier eine und da 2. So, respawn nochmal alle davon. So, damit das auch alles, ah ja, schön frisch bleibt und uns nicht von selbst despawnt. So, den einen Draken mal down. Dann gucke ich mal auf die andere Seite. Ja, oder? Wir machen 5000 DPS, 6000 mittlerweile schon fast. Wow. Das ist schon echt eine gute Rate hier. So, und der Ogre ist damit jetzt so gut wie down. Und damit ist er down. Okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt kümmern wir uns auch um die andere Seite. Ein Dark Mage, der fast von alleine schon nach unten gekommen ist, du auf das Limit seines Lebens. So. Okay. Die letzte Welle steht an. Und der Kristall hat diesmal mehr Leben als die vorherigen Male. So. Okay. Okay, mein Inventar ist schon voll. Gut, ja, wenn das so ist. So, jetzt, wie viele Sekunden? 8, okay. Wir stellen nochmal hier eins hin und hier oben nochmal so. Vielleicht fliegt Betsy ja durch. So, nochmal die 9 machen und. Ja, Welle 7, hä? Hä? Da irgendwas buggy? Ah, jetzt ist er da. Lol. Okay. Ein bisschen verpennt hat der Drache, ist der Gute. Aber okay. Kein Problem. Ich kann damit leben. Eieiei. Ich weiß noch nicht. Eieiei. Ja, wir können einfach nur unser Bestes versuchen. In Sachen Damage gegen ihn. Oder sind. Ich weiß immer noch, Betsy, ist das ein Frauenname oder ein Männername? Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Okay, wir nehmen mal einen Halt an. Ganz zur Sicherheit natürlich nur. Okay. So. Aber es ist. Es geht ganz gut, klar. Wir haben ihn auf 45. Oh, sollte ich. Ja, ich sterbe, oder? Jetzt liegt es doch nicht etwa echt am Leben, oder? Ah, es liegt am Leben. Scheiße. Das ist natürlich doof. Guck mal, zur Hälfte. Zur Hälfte. Und unser Kristall hat auch noch. Naja. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt hat nichts mehr irgendwie ein Ziel, außer den Kristall. Schade.
Aber ich muss trotzdem alles nochmal schnell geben, was ich kann. Es ist einfach komplettes Chaos. Aber ich bin froh, dass wir zumindest deutlichen Fortschritt sehen. So, jetzt ist es zwar vorbei. Wir konnten ihn nicht besiegen oder sie, aber bis zu 20.000 von 75 haben wir es doch down gekriegt. Das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen. Das ist in der Tat eine gute Bilanz. Wir quickstacken mal hier ein bisschen Stuff. Haben zwei Slots frei, okay. Ja, gucken mal, dass wir hier den Rest nochmal einsammeln. Hier, sowas, genau. Die beiden Sachen waren's. Hier, die Dark Mage Trophy. Die hänge ich doch liebend gerne auf. Huiuiui. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie lange geht denn jetzt die Folge schon? ich weiß es nicht. Naja, hängen wir uns das mal hier auf. Sieht ganz nett aus. Generell so eine Dark Mage Trophy würde ich mal ganz gerne hier in meinem wunderschönen Ding hier saven. Nennt sich auch Piggy Bank. ja, der Rest, haben wir irgendein wichtiges neues Banner bekommen? Eigentlich nicht, ne? Okay, Alter. Alter, ist schon heftig. Wir können die ganzen Sachen mal verkaufen. Hier haben wir alles zu Genüge. Ja, gut, die Masken haben leider keinen Wert. Okay. Ja, haben wir nochmal 20 Gold bekommen, ist jetzt nicht gerade viel, aber naja, passt. Tja, Leute. Was machen wir da? Es ist heftig. Es ist echt heftig. Wir können es schaffen. Mit eventuell Tränken-Intus. Vielleicht, ja. Könnte ich mir vorstellen. Mit Tränken wäre nochmal ein Upgrade. Wäre vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit. Gott, ey, dieser Sturm geht mich... der geht mich schon so hart auf den Sack. Nicht mehr nur mir. Alter. Naja. Oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal sammeln. Quickster Green mal hier so ein bisschen. Ah, Heldtränke haben wir genug. Haben wir irgendwas, was wir irgendwie voll krass noch upgraden könnten? Wo wir ein Item haben, wo wir jetzt gar nicht dran gedacht haben. So Boots, das könnten wir machen. Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie viel der Flareon macht. Um nochmal auf Duke Fischron zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie viel Damage der Flareon macht. Ob der irgendwie Sinn macht. Weil ansonsten, wenn ich jetzt... weil ich überlege halt gerade nochmal Fischron zu versuchen, ja? Razorblade Typhoon. Dann müsste ich mich halt komplett auf Magie umstrukturieren. Ob das jetzt so Sinn macht? Wäre die Dark Artist Rüstung ganz geil dafür? Könnte ich das Razorblade auch ohne verwenden? Müsste ich halt fucking viele Mana-Tränke mit immer Intus haben. Und dann könnte ich auch das machen. Wäre halt der Rüstungsstuff nicht so sinnvoll. Aber ich weiß nicht. Naja, also Fischron so generell. Fischron wär vielleicht eine Option. Ich weiß es nicht. Boah, und was ich genauso wenig weiß, ist, wie lange die Folge gerade schon geht. Es soll mal aufhören zu regnen, ey. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt eigentlich das Event nicht nochmal starten in der Folge, weil ich glaube, es ist schon relativ vorangeschritten. Aber was wir jetzt natürlich mal nochmal machen könnten, ist Plantera versuchen nochmal so eben. Die haben wir ja bisher auch nur das eine Mal besiegt, ne? Der anderen Mal war dann so ein bisschen überheblich. Ja, und deswegen haben wir da ein bisschen sehr verkackt. Eventuell. Aber mit dem, was wir jetzt haben, vielleicht bietet sich da ja tatsächlich mal eine Chance. Wer weiß, wer weiß. Autsch. Ja, du machst immer noch 200 Damage, das ist natürlich schön. Nicht... Naja,
Wir können... Ja, oh, 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 oh. Nö, 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 jetzt mal hier schön chillig bleiben. Wir gehen mal eben hier runter, gucken, ob wir nochmal eine Plantera Bulb finden und dann sehen wir weiter. Beziehungsweise, ja doch, wenn wir sie finden, dann benutzen wir es auch. Jo, 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 wir ballern hier alles kaputt im Dschungel. Ah, nichts Neues hier am Start. Wir laufen mal so unsere üblichen Wege und Routen. Naja. Wo vielleicht was sein könnte, unten beim Granit vielleicht auch noch, ne? So, hier ist nichts weiter. Weiter oben vielleicht. Die Sache ist halt, ich will vor allem den Pygmy-Stuff noch haben. Weil erst wenn man den besitzt, kann der Witch-Doktor spawnen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder irgend sowas in der Art war es auf jeden Fall. Und den Witch-Doktor brauchen wir halt für die Imbuing-Potion-Dinger, die uns beim Nahkampf doch echt nochmal einiges an Damage-Boost geben dürften. Deswegen, ja, wäre das tatsächlich gar keine so abwegige ja, Sache. Huiuiui, okay, hier geht's nicht weiter. New, 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 new. Wir gehen nochmal hier runter. Ach komm, wir nehmen mal hier eben die Frost Spark Boots. Das ist immer wenigstens schneller. Autsch, autsch, autsch. So. Und gehen nochmal hier weiter nach unten. Life Fruit? Warte mal, da war gerade irgendwo eine Life Fruit analysiert. Glorified Life Fruit. Irgendwo oben. Life Fruits kann man natürlich auch immer noch gebrauchen. Hier oben irgendwie. Life Fruit, Life Fruit, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ach, guck mal. Hm. Naja, braucht man nicht. Okay, ich sehe jetzt hier leider keinen Life Fruit. Hm. Aber das Chlorophyte hier ist nochmal schön gewachsen, finde ich. Hier, guckt euch das an. Cool, ne? So, ist hier nochmal irgendwas? Ich meine doch hier, genau, da war nochmal eine. Oh, guck mal, eine Mimik. Die war jetzt schnell down. Aber jetzt bin ich, naja, auf dem Trichter von wegen Life Fruits. Ja, könnte man auch nochmal sein, eigentlich. Ja, jetzt bin ich tot. Hm, weil ich zu unaufmerksam bin, was das angeht. Mann, 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 Mann. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir machen jetzt hier mal Schluss mit der Folge. Ich bin mir echt nicht sicher, wie das weitergehen wird oder soll. Hm. Ich überlege mir was. Ich mache jetzt erstmal hier einen Stopp der Aufnahmesession. 3 Folgen habe ich jetzt in Folge aufgenommen. Und mache an einem anderen Tag weiter. Okay, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich bin auch selbst sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.